Hallöchen, ihr Süßen, und ich als waschechte Berlinerin koche mit euch Berliner Buletten. Das ist ganz einfach, du brauchst ein bisschen Fleisch. Gut, ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt mich in die Pfanne hauen, sondern ein bisschen Schwein und ein bisschen Rind, am besten 400 Gramm. Und wenn du das schon vorbereitet hast, brauchst du noch Weißbrot oder Brötchen, das musst du einweichen. Einweichen ist sehr, sehr wichtig, da kannst du Wasser oder Milch nehmen, das ist egal. Und wenn das Brötchen so richtig schön vollgesogen ist, ja, so schön vollgesogen wie vielleicht andere Körperteile von dir, dann musst du es auswringen. Ja, dann musst du schön die Feuchtigkeit aus dem Brötchen wieder rausholen. Dann nimmst du das Brötchen und zerknetest es schön mit dem Hackfleisch und packst noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dazu. Und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt wird es nämlich richtig heiß. Wir brauchen eine Pfanne. In diese Pfanne tust du dann ganz viel Öl rein. Und wenn es schon richtig brutzelt und spritzt, dann sind wir ganz nah dran, die besten Berliner Buletten zu backen, zu braten. Du nimmst die Buletten vor. Formst sie schön in schöne, runde Dinge und dann, wenn das Fett so richtig schön spritzt, packst du die Buletten auf die Pfanne und soll ich dir verraten, wenn sie fertig werden, wenn sie richtig heiß sind und an der Seite aufplatzen, dann musst du sie ganz schnell von der Pfanne nehmen, denn dann sind sie fertig.